Hallo, ich bin Ina und wir haben heute einen wunderbaren Gast, nämlich den Nico Landmann. Servus, also hallo, freut mich. Hallo, ich bin ja einer deiner größten Fans. Aber für unsere Zuseherinnen und Zuseher eine ganz entscheidende Frage. Wer ist Nico Landmann? Für alle, die dich nicht kennen. Und wie würdest du dich beschreiben? Oh, du, dadurch, dass ich den ganzen Tag nur Tennis spiele, würde ich mich als erstes als Tennisspieler bezeichnen. Und ich mache das schon so viel und so oft, so lang, dass ich halbwegs gut geworden bin. Ich war bei den Olympischen Spielen 2016 dabei, bin mittlerweile Österreichs bester Rollstuhl-Tennisspieler. Und ja, ich glaube, das sind so die Sachen, die mich beschreiben. Du bist der Werbepartner von Simacek. Ich war live dabei. Ja? Kann mich noch gut erinnern, wie du im Europahaus neben anderen Persönlichkeiten ja, über das Thema Menschen mit Behinderung gesprochen hast. Und Uschi Simacek und ich damals so fasziniert von dir waren, dass wir gesagt haben, mit dem müssen wir was machen. Ja? Wie sieht die Kooperation mit uns aus? Wie profitierst du davon? Ja, also ich habe mich entdeckt, da war ich ja noch gar nirgends. Da war ich noch nicht bei den Olympischen Spielen. Ich war sozusagen eigentlich in den Anfangsstadium meiner Karriere und da hat Simacek schon an mich geglaubt und das ist halt bis heute einfach cool, dass wir so lange da diesen Weg einfach gemeinsam gehen und ich kann ganz ehrlich sagen, ohne Simacek wäre ich jetzt heute nicht hier. Ich meine, nicht nur im Simacek Hauptgebäude, sondern einfach in meiner Karriere wäre ich nicht so weit gekommen. Ich hätte wahrscheinlich schon aufhören müssen im Tennis, weil einfach da so ein Support von euch da ist und in einem Stadion, wo ich noch gar nicht wusste, in welche Richtung es eigentlich geht. Im Endeffekt war das ja fast der Hauptgrund, dass ich überhaupt so weit kommen konnte. Und jetzt bin ich erst 23 und hoffe, dass ich noch weiterkommen kann. Ja, wir haben gleich an dich geglaubt und du warst ja noch total jung. Voll, ja. Ich war gerade 18 oder 17 Jahre alt. 17 Jahre, glaube ich, warst du damals. Ja, ja, wir haben uns nicht geirrt. Du bist ja in der Profiliga. Du bist auf welchem Platz jetzt gerade? Nummer 30 zurzeit. Nummer 30. Und damit eben bester deutschsprachiger Spieler sogar. Also Österreich ist besser als Deutschland. Nice. Großartig. Also das ist wirklich outstanding. Ja? Outstanding Ovation für das, was du erreicht hast. Wie kam denn die Liebe zum Sport? Ja? War das für dich von Anfang an klar, dass es Tennis ist? Meine Familie war immer schon sehr sportlich und mein Bruder hat immer Tennis gespielt. Ich habe einen älteren Bruder eben. Und ich hatte einen Autounfall mit 2 Jahren, bin eben seitdem im Rollstuhl. War immer überall dabei, wo die Familie halt auch. Also immer bei allen Aktivitäten war ich halt dabei. Und wenn mein Bruder und mein Vater Tennis spielen waren, war ich auch am Platz und habe halt zugeschaut und musste Bälle sammeln. Das war mir dann irgendwann zu Fahrt. Ich habe gesagt, so Burschen, gibt es auch einen Schläger, ich will spielen. Gerade so, ich 7 Jahre alt, keinen Ball getroffen, habe aber schon Spaß gehabt und habe gedacht, okay, ich will irgendwann Bälle treffen und habe halt mehr und mehr gespielt und dann hat sich das irgendwann halt so entwickelt, dass die Liebe noch immer da ist und eigentlich von Tag zu Tag noch immer wächst. Und mit wem trainierst du? Wer coacht dich? Ich bin mittlerweile in der sehr glücklichen Situation, dass der Papa von Dominic Thiem mittlerweile mein Coach ist und das ist weltweit eigentlich eine einzigartige Geschichte, weil es ist so, dass eben da ein ATP-Top-Profi ist, der ist Nummer 4 der Welt, dann ist sein Vater, sein Trainer, gleichzeitig auch der Trainer eines Rollstuhl-Tennisspielers. Also ich bin dort sozusagen im österreichischen absoluten Elite-Team, da trainiert der Wolfgang, der Papa von Dominic, trainiert eben die besten 4 österreichischen Spieler und mich. Und das gibt's auf der ganzen Welt nicht, dass ein Rollstuhl-Tennisspieler einfach im gleichen Trainingsumfeld ist wie ein ATP-Profi und einfach die gleichen Sachen macht und einfach auch gleich behandelt wird. Es ist nicht so, dass dort ein Behinderten Bonus gibt. Gibt es leider nicht. Der Wolfgang ist genauso streng zu mir wie mit allen anderen auch. Und das ist halt im Endeffekt genauso, wie es sein soll. Wie läuft ein normaler Trainingstag für dich so ab? Also Tage, wo ich keine so coolen Interviews habe wie heute, sind meistens nur am Tennisplatz. Heute bin ich vom Tennisplatz hierher und fahre wieder zurück zum Tennisplatz. Also meistens am Tag so 4 bis 5 Stunden am Platz. Dann hat man noch Einheiten in der Kraftkammer oder am Laufband, ich mache es auf einem Handergometer. Ja, fühlt sich an wie Laufen, ja, oder? Ja, absolut, ja, ist genauso zart. Also im Endeffekt dreht sich der ganze Tag nicht nur beim aktiven Sport, sondern danach bei der Essensauswahl. Wann du dehnst, wann du schlafst, wann du duschst, so blöd klingt. Also im Endeffekt, du planst halt alles um den Sport herum und viel Freizeit bleibt dann gar nicht, aber so soll es ja sein, wenn man eben diesen Weg eingeschlagen hat. Wenn man was erreichen möchte, ja, ne? Genau. Ja. Ohne Fleiß kein Preis. Also, der Spruch hat schon was, ja. Alle Sportler brauchen Sponsoren. Wie schwierig ist es für einen Athleten, zu Sponsoren zu kommen? Ja, es ist irgendwo überlebensnotwendig für ganz, ganz viele Sportarten. Ich meine, natürlich gibt es den Fußball, wo einfach so viel Geld drinnen ist, dass man sich da gar nicht drum kümmern muss. Und dann gibt es gefühlt alle anderen Sportarten, wo man sich einfach immer drum kümmern muss. Mhm. Und wo es einfach sehr schwierig ist, Firmen zu überzeugen, dass so etwas förderungswürdig ist. Mhm. Dass es auch der Firma was bringt. Weil ich meine, im Endeffekt ist das ja hier kein Charity-Projekt. Und das ist das, was ich so schätze, auch an unserer Partnerschaft. Es ist nicht so, dass da jemand kommt und sagt, okay, der Bursch hat eine Behinderung, der ist arm, deswegen unterstützen wir ihn. Sondern wir machen einfach gemeinsam echt coole Dinge. Mhm. Darf da viele Leute irgendwie erreichen,
gemeinsam mit euch. Und das ist einfach, wo ich sage, echt cool, dass das im Behindertensport überhaupt möglich ist. Weil wenn man sich denkt, vor 10 Jahren war die Berichterstattung an sich nur, mal die Armen, die machen ein bisschen Sport, aber schaut halt Arsch aus, sozusagen. Entschuldigung. Mittlerweile ist es halt echt so, dass da kein großer Unterschied mehr ist und dass ich einfach im Behindertensport als Profisportler sozusagen so viel Unterstützung habe und so viel Support habe, dass ich nichts anderes aus meinem Sport machen kann. Das ist absolut nicht selbstverständlich und deswegen nochmal umso cooler, dass wir das gemeinsam machen können. Also für uns ist das definitiv eine Win-Win-Situation. Das hoffe ich. Für alle Nachwuchssportlerinnen und Sportler, die uns auch zusehen. Ja. Du bist ja aus meiner Sicht, in meinen Augen, das ist auch meine ganz persönliche Meinung, du hast für mich eine Leadership, ja, okay, für junge Menschen. Du zeigst, was möglich ist, wenn man es will. Danke. Auch wenn es widrige Umstände gibt. Du hast ja auch einen Unfall gehabt. Wann war das? Ja, vor allem, stimmt nicht nur mein Auto. Ich bin relativ gut im Unfallbauen, das muss man sagen. Ich habe relativ kurz, bevor wir uns eigentlich kennengelernt haben, hat es mich beim Skifahren mal ziemlich aufgestellt. Inklusive Schädel, Basisbruch und Rekonstruierung im Gesicht und solche Sachen. Mhm. Und das war eben auch kurz vor den Olympischen Spielen in Rio. Und im Endeffekt hat jeder gesagt, okay, ja, das war's. Und der darf halt jetzt echt lange nicht mehr Tennis spielen, weil sobald ihn ein Ball trifft im Gesicht, dann ist es aus. Ich war einen Monat im Spital und am Tag, wo ich rausgekommen bin, bin ich in ein Eishockey-Geschäft gegangen, habe mir so ein Vollvisier-Eishockey-Helm gekauft und war dann eine Woche später wieder am Platz. Habe dann ein halbes Jahr lang mit Eishockey-Helm gespielt, habe dann Turniere, internationale Turniere damit gespielt, wo alle haben mich angeschaut, als wäre ich deppert. aber ich habe die Qualifikation dann geschafft. Also im Nachhinein alles richtig gemacht. Ja. Du bist einfach verrückt, glaube ich, was das betrifft. Ja, und das ist gut so. Ja, vielleicht, ja. Also es ist extrem gut, weil dieses Verrückte ist ja, dass jeder hat so sein Weltbild. Und dass man halt wirklich aus diesem Bild heraustritt, braucht es halt schon ein Verrücken, ja, dieser Vorstellung, was geht und was geht nicht beispielsweise. Wie funktioniert das? Wie geht man normalerweise heran? Bei uns war es Zufall, dass wir einander entdeckt haben quasi. Ja? Wie geht man diesen Prozess der Sponsorsuche heran? Also ich muss echt zugeben, bei all meinen Unterstützern und Sponsoren war es irgendwie Zufall. Also ich habe neben dem Tennis oder auch schon in meiner Schulzeit immer ein bisschen so extra Sachen gemacht. Also bin zu Vorträgen gegangen, habe einfach Events besucht, wo man Leute kennenlernt. Also raus. Genau, ja, ein bisschen sozusagen raus aus dem Trainingsalltag, weil natürlich, wenn du nur in deiner Sportumfeld bleibst, lernst du halt Sportler kennen, aber hast halt keine Möglichkeit, deinen Sport auch an Leute hinauszutragen. Und wenn man das dann macht und wenn man sich selber vorstellen kann, auch bei Leuten, die halt nichts mit Sport davon zu tun haben, dann ist es sicher so, dass da vielleicht irgendwo es Klick macht und man sich einfach denkt, okay, wir wollen jetzt den Weg irgendwie gemeinsam gehen. Abgesehen von Dennis, die karge Freizeit, die du hast, was machst du da? Schlafen. Nein. Ich meine, zurzeit ist es natürlich schwierig, aber den Kontakt zu Freunden zu pflegen ist natürlich schon irgendwo was schneller mal abhanden gehen kann bei einem leistungssportgetriebenen Alltag. Also versuche ich irgendwie was mit Freunden zu machen. Zurzeit ist es viel mit meinem Bruder PlayStation Formel 1 spielen. Aber zurzeit ist gut, die Freizeitgestaltung ist bei allen, glaube ich, relativ karg. Aber wenn diese Pandemie dann vorüber ist, dann versuche ich da einfach Spaß und Freunde zu haben. Und wenn es nur ein Spieleabend ist, wo wir Risiko spielen, das sind dann eigentlich die Abende, die ich dann am meisten genieße. Ja, gutes Stichwort, Pandemie. Im Übrigen, wir sind beide getestet und wir arbeiten zusammen. Also nur, damit es keine Missverständnisse gibt. Das Thema Impfen, wie ist das für dich? Schaust du, sobald du die Möglichkeit hast, wird es für die Sportler schneller eine Möglichkeit geben, sich impfen zu lassen? Ja, ich will nicht der neue Bürgermeister sein. Also ich will nicht vordrängeln, nur weil ich Sportler bin. Ich glaube, dass es Leute wahrscheinlich notwendiger haben, die Impfung zu bekommen als ich. Natürlich freue ich mich darauf, wenn man dann hoffentlich auch nicht sogar die Leute weniger stark anstecken kann oder zumindest auch vor der Krankheit geschützt ist. Also das wird sicher dann ein Befreiungsschlag. Mhm. Also ich freue mich sehr drauf, hoffe natürlich, dass es bald ist, aber nur wenn ich jetzt ein bisschen Ball spiele, durch mich nicht vordrängeln. Das spricht für dich sehr charmant. Was waren bisher deine schönsten Erfolge? Boah, ich schätze schon, dass Olympische Spiele da mal dabei zu sein, war sicher eins vom coolsten, was man erleben kann in einer sportlichen Karriere. Du hast ja auch die Fahne gehalten. Genau, ja, also beim Einmarsch in das Maracaná-Stadion in Rio, da waren 100.000 Leute. Meine Family war auch dort, also waren so 10 Leute, glaube ich, sind mitgeflogen, allein für mich eben nach Rio. Dann bin ich so eingezogen und man hat so das Publikum nur so halb gesehen und da hat man so ein paar österreichische Fahnen hängen gesehen. Und dachte so, ah, vielleicht ist das... Nein, das ist sie noch nicht.
Doch nicht. Und dann irgendwann habe ich wirklich meine Familie im Publikum gesehen, wie sie alle gejubelt haben. Und dann bin ich wirklich zusammengebrochen und ich habe dann geweint, wie so ein kleines Kind. Oh. Das war echt ein cooler Moment eigentlich, ja. Also wir sind vom Fernseher gesessen, ja, und haben uns auch so gefreut. Ja. Das ist der Nico, der gehört zu uns. Voll, der war wegen euch eigentlich dort, ganz ehrlich, ja. Gab es auch Misserfolge? Ah, in Rio, ja, ganz groß. Gleich erste Runde. Es war, ich meine, so groß die Emotionen danach waren, die muss man natürlich auch verarbeiten und da war es bei mir dann schon sehr schwierig. Also ich war einfach nicht vorbereitet auf diese große Bühne. Ich habe dann gleich in der ersten Runde richtig, versagt. Aber das natürlich, ich glaube, vor allem im Sport ist es einfach alltäglich, dass du verlierst. Und im Nachhinein kann ich sagen, okay, ich wusste es zu dem Zeitpunkt nicht besser. Ich kann mir nichts vorwerfen. Jetzt weiß ich es besser. Wenn ich es nochmal gleich mache, dann bin ich blöd. Also quasi nach dem Motto, ohne Niederlagen kein Sieg? Ja, absolut. Absolut. Sonst, ich muss ja irgendwo lernen. Mhm. Nur zum Siegen ist schwierig. Mhm. Was kannst du anderen jungen Menschen, ob jetzt im Rollstuhl oder nicht im Rollstuhl, mit oder ohne Behinderung, auf ihren Weg mitgeben? Ich möchte dazu sagen, es war ganz wunderbar, dass wir auch deinen Vortrag hören durften, den du am Junior Diversity Day 2019, glaube ich, warst. Ja. Oder 20. Oder Anfang 20. Ja, 2020, wo ja ein ganzer Saal mit knapp 300, das war vor der Pandemie, mit 300 Jugendlichen, gefühlt hätte man eine Stecknadel fallen hören, ja, deinen Vortrag gehört hat, den du so, auch für mich in unserer jetzt schon langjährigen Zusammenarbeit, war das ein Erlebnis, wie natürlich du über deinen Unfall gesprochen hast, wie natürlich du über das Erleben, ja, der Behinderung, wie du im Alltag damit umgehst und so weiter. Und ohne diese, sag jetzt einmal, Tabus und ohne diese, wie hast du damals gesagt, ohne diese Dramatik oder sonstiges, ja, sondern einfach ist so, ja, gehalten hast. Und es waren alle so begeistert, dass alle in deinen Workshop wollten, wie wir sie ja damals alle wieder herausholen mussten, ja, weil in deinem Workshop gar nicht so viel Platz war. Ja. Jetzt haben wir auch wieder mit diesem Video die Möglichkeit, andere junge Menschen auch zu erreichen. Ja. It's your flow. Ja? Welche Botschaft hast du für diese Menschen? Wir wollen den Rahmen dieses Videos jetzt nicht sprengen. Das geht schon. Okay. Das Coole vor allem an mit jungen Leuten zu reden ist einfach, dass ich mich selber auch als junger Mensch fühle. So hoffe ich zumindest. Und ich glaube, dass vor allem Schüler und Schülerinnen dadurch auch irgendwie besser erreicht werden, wenn jemand von ihnen zu ihnen redet. Und ich habe ja diese ganze Schulalltag und Schullaufbahn ja genauso mitgemacht. Ja. Und habe eben in meiner Kindheit ganz, ganz oft eben erfahren, dass Menschen mit Behinderung nicht kennen, weil es einfach erstens wenig gibt und zweitens, wenn sie sozusagen irgendwie Berührungspunkte damit hatten, war es aus den Medien, wo immer ein sehr verzerrtes Bild zeichnet wurde, immer sehr mitleidserhaschend und mitleidserregend und versucht dann eben immer da ein bisschen dagegen zu wirken und natürlich ist nicht alles immer eitel Wonne gewesen, aber wenn man dann einfach ganz klar formuliert, okay, da hatte ich meinen Unfall, da war ich dann auf Rehabilitation, da war ich im Kindergarten, so hat das da und da funktioniert und im Endeffekt hatte ich halt ein ganz normales Aufwachsen auch, wo ich genauso am Fußballplatz war mit meinen ganzen Freunden, wir waren alle, was ich, 10 Jahre und ich war halt der Verteidiger, der dem Stürmer reingefahren ist, weil er den Ball hatte und hat dann einfach effektiv verteidigt, weil die hatten dann alle Angst vor mir und versucht dann einfach sozusagen da Berührungsängste wegzunehmen und die Leuten beizubringen, okay, das ist halt ein Mensch, der bewegt sich genauso von A nach B fort, der eine geht, der andere rollt, aber das Ergebnis ist ja das gleiche, also im Endeffekt ist ja wurscht. Großartig. Ich bin immer noch ein Fan von dir. Nach dem Interview auch noch. Wahnsinn. Auch noch nach dem Interview. Vielen herzlichen Dank, Nico. Danke, dass du deine Gedanken mit uns geteilt hast und mit allen, die dieses Video sehen werden. Und ich wünsche dir noch ganz, ganz viel Erfolg und auch viel Kraft jetzt dann noch beim weiteren Training. Dankeschön. Danke.